Kinder schon da sind. Auch schön, auch eine Premiere. Guten Abend, willkommen noch einmal hier im Sparkassen Elsum in unserer Stierkampf Arena, jetzt zur Pressekonferenz nach dem Spiel Saale Bulls gegen Rostock Piranhas. Wir verlieren nach regulärer Spielzeit 2:4. Schüsse aufs Tor, Halle 45, Rostock 28, Strafen Halle 35 Minuten, Rostock 41 Minuten. Beide Trainer sind da für die Saale Bulls, Herbert Hohenberger und Christian Behnke für Rostock. Und wie immer, der Gästetrainer hat das erste Wort. Ja, guten Abend erstmal zusammen. Ich glaube, wir haben ein geiles Spiel gesehen. Das Spiel war super. Wir sind besser ins Spiel gekommen, haben schnell die zwei Tore geschossen, haben im zweiten Drittel ein bisschen viele Strafzeiten genommen, haben uns da selber ein bisschen zu viel Druck gemacht, haben das im dritten Drittel aber wieder korrigiert, ja, und die Tore reingemacht. Danke. Herbert, deine Einschätzung zum Spiel. Ja, schönen guten Abend. Erst einmal gratuliere Rostock für die Abwehrschlacht, was sie geliefert haben. Man sagt das schon alles, 45 zu 28 Torschüsse und leider Gottes nur zwei Tore. Also die Mauer Rostock hat heute gehalten. Und ich würde nicht sagen, wenn wir jetzt zu keinen Chancen gekommen wären, aber die Chancen waren ja da. Der Start haben wir ein wenig verpennt, aber das war sehr früh. Also da ist das Spiel noch nicht verloren gewesen. Mit 2:0 hinten, ja, muss nicht sein. Ist aber leider so passiert und dann haben wir halt einfach Druck gemacht und leider nichts reinbekommen. Das war das Größte, wenn 45 Schüsse, nur zwei Tore, also ja, die Chancen sind ja da gewesen, aber wie gesagt, das sind dann so Tage, wo nichts reingeht und einfach, ja, ein Schläger, ein Schützer, Torwart, gut gehalten. Aber wie gesagt, wir müssen da ein Offensiv kreativer sein oder vor das Tor gehen, wo es wirklich wehtut, dass der Torwart nichts sieht. Die Kleinigkeiten halt besser machen und sie haben halt sehr gut verteidigt und das ist halt das Endresultat. Herr Behnke, immer zu Beginn einer Saison frage ich den dann jeweils anwesenden Gästetrainer nach dem Saisonziel. Wie sieht's aus in Rostock? Na, ich glaube, jeder Trainer wird lügen, wenn er nicht sagt, er will in die Playoffs, wenn ich in die Playoffs komme. Wir wollen natürlich auch wieder Playoffs spielen, aber wir gucken wieder von Spiel zu Spiel, dass wir die drei Punkte holen. Und dann steht am Ende das Resultat und dann hoffentlich die Playoffs. Okay, das nehmen die Rostocker mit. Playoffs, das ist der Wunsch in Rostock. Herbert, wir haben tausendmal über Ziele gesprochen, müssen wir nicht machen, aber wir haben am Freitag das erste Derby vor der Brust. Gibt es eine spezielle Vorbereitung für ein Spiel gegen Leipzig? Nee, eigentlich normal wie immer. Die ganze Woche soll normal runterlaufen. Wir werden schauen, dass wir im Training uns mehr konzentrieren, Tore zu machen. Wenn wir wieder 45 Schüsse in Leipzig hinkriegen, müssen wir mal ein paar reingehen. Aber wie gesagt, ich werde jetzt noch nicht viel was verändern. Es ist einfach nur, die Einstellung muss passen von den Spielern. Es ist kein Honigleck neuer. Wir haben gesehen, Freitag in Hamburg, es war ein enges Spiel, heute gegen Rostock. Es gibt kein Bahnlage oder Berlin mehr. Es ist jedes Spiel auf Messerschneide und der, was halt mehr will, der wird im Endeffekt gewinnen, aber heute waren es nicht wir. Wir wollten es unbedingt gewinnen. Heimauftakt natürlich will man immer gewinnen, aber heute hat es nicht funktioniert und ja, dann müssen wir weiterarbeiten an den Chancen, Tore zu machen, weil die Chancen waren ja da. Es ist ja auch nicht mehr weit bis zum nächsten Spiel. Gibt es Fragen von anwesenden Pressevertretern? Ich kenne nicht alle aus Rostock oder auch nicht alle neuen aus Halle. Ich sehe keine. Dann, liebe Rostocker, kommt gut nach Hause. Glückwunsch zum Sieg. Wir sehen uns am Freitag in Leipzig. Damit gute Nacht.